Am Ende herrschte beim FFC Frankfurt wieder einmal Frust. Erneut reichte es nicht für die Qualifikation zur Champions League. Dabei war zu Saisonbeginn sogar mal von der ersten Meisterschaft seit 5 Jahren die Rede. Doch von der war das Frankfurter Star-Ensemble mit Platz 3 weit entfernt. Also das war eine sehr schlechte Saison vom ersten FFC Frankfurt von uns allen. Damit können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Und das, was der Kader hergibt, wird dem Tabellenplatz überhaupt nicht gerecht. Mit Simone Lauder, Babette Peter, Bianca Schmidt und der Französin Sandrine Bretigny waren weitere Nationalspielerinnen hinzugekommen. Ganze 18 sollten im Kader stehen. Doch nach einem verpatzten Saisonstart musste Trainer Sven Kalert schon nach 2 Spieltagen seinen Hut nehmen. Sein Co-Trainer Philipp Dahm übernahm das Ruder. Unter ihm schien für den Rekordmeister zumindest Platz 2 und damit der internationale Wettbewerb möglich. Doch Siegen gegen Meister Wolfsburg und Vizemeister Potsdam standen immer wieder unnötige Niederlagen gegen Teams aus unteren Tabellenregionen gegenüber. Zumal zu allem Überfluss auch noch Starspielerin Lira Bayramay verletzt ausfiel. 5 Spieltage vor Saisonende war dann auch für Philipp Dahm Schluss. Nachwuchscoach Sascha Glass sollte interimsweise Trainer Nummer 3 werden. Sinnbild für eine zerfahrene Saison. Und so kam es, wie es kommen musste. Zum Saisonfinale verpasste der dreifache UEFA-Cup-Sieger mit einer Heimniederlage gegen Bayern München wieder mal Platz 2. Ich habe schon viele Saisons in der Bundesliga gespielt, aber es war einer der verrücktesten Saisons. Es ging ja hoch und runter und wieder hoch und dann wieder runter, dann wieder ein bisschen Konstanz reingekriegt und letztendlich haben wir uns das heute wieder selbst vergeigt und es ist sehr, sehr schade. Verdiente Spielerinnen wie Nadine Angerer oder Sandra Smisek müssen nun weichen. Der FFC Frankfurt steht vor einem Umbruch. Ein neuer Trainer steht auch schon fest. Colin Bell soll die Hessinnen zumindest mal wieder nach Europa führen.